Wir befinden uns auf Stufe 4 der Treppenstufenmethode. Denken Sie an den Merksatz E-Kiswa, E-K-I und jetzt kommt S, die Sollsituation. Die Bedarfsermittlung der Sollsituation. In der letzten Stufe haben wir rausgekriegt, wie ist die Ist-Situation, das heißt, wie lebt der Kunde jetzt, was stört ihn an seiner Einrichtung und was gefällt ihm an seiner Einrichtung und wie ist sein Leben, wie sind seine Räume. Jetzt müssen wir rauskriegen, wie der Kunde leben will, wenn seine Einrichtung verändert ist mit unserer Hilfe. Und da geht es nicht darum, wie soll das Sofa beschaffen sein? Viele Verkäufer fragen ab, ich nenne das den Audi-Konfigurator. Ja, im Internet kann man sein Audi konfigurieren, welche Maschine und welches Leder und welche Felgen. Das heißt, die fragen ab, ja, wollen Sie Leder oder Stoff? Wollen Sie eine 3-2-1-Kombination oder wollen Sie eine Ecklösung? Zack, 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 zack. Man nennt das auch die Sau durchs Dorf treiben. Das meine ich nicht mit Bedarfsermittlung der Sollsituation. Das ist einfach nur Tatsachen abfragen. Und am Ende ist der Kunde meistens verwirrt und sagt, ja, ich weiß erstmal nicht, ich gehe erstmal nach Hause. Worum es tatsächlich geht bei der Sollsituation, ist um den Traum im Kopf des Kunden. Wir verkaufen ja ein Bild im Kopf des Kunden. Wir verkaufen Luxusgüter. Die Leute sitzen in der Regel zu Hause nicht auf Apfelsinenkisten, sondern die haben schon ein Sofa und die kochen auch nicht auf offenem Feuer, sondern die haben schon eine Küche. Das heißt, die kaufen sich eine Küche, die kaufen sich ein neues Sofa oder eine neue Sitzgruppe, weil sie die Idee haben, dass ihr Leben schöner wäre, wenn sie das haben. Und diese Idee dahinter, das ist der eigentliche Kundennutzen. Niemand will vier Beine und ein bisschen Polster drauf, sondern die wollen den Nutzen dahinter. Menschen kaufen keine Bohrmaschine, sondern sie kaufen das Loch in der Wand. Sie kaufen noch nicht mal das Loch in der Wand, sondern sie kaufen das schöne Bild und das Gefühl, was ihnen das gibt. Genauso kaufen Menschen Sofas für einen Nutzen, den sie sich davon versprechen. Das heißt, wir müssen rauskriegen, wozu die das Sofa wollen. Die wollen nicht einfach nur ein Sofa. Dann müssen wir das Kaufmotiv rauskriegen. Das heißt, die wollten ja auch vielleicht vorher schon ein neues Sofa. Aber warum? Und das ist immer ein emotionaler Grund. Ja, die sagen uns vielleicht, das alte Sofa ist nicht mehr schön oder ist kaputt oder ich ziehe um. Aber der wirkliche Grund, 4.000 Euro auszugeben, ist immer ein emotionaler, ein gefühlsmäßiger Grund. Das kriegen wir raus mit dem sogenannten Kaufmotiv-Fragetrichter. Wir fragen, worauf kommt es Ihnen denn bei? Und dann setzen wir das Möbelstück ein, machen wir es mal mit dem Sofa. Worauf kommt es denn beim Sofa an? Dann sagen die Leute, mir kommt es darauf an, dass es bequem ist oder schön ist oder repräsentativ oder niedrig oder was auch immer. Als nächstes fragen wir, was bedeutet denn schön oder repräsentativ genau für Sie? Denn 100 Leute verstehen 100 verschiedene Sachen darunter. Und lass uns vom Kunden ganz genau erklären, wie seine Welt aussieht. Denn darauf kommt es an, dass wir die Welt des Kunden verstehen. Also die Frage 2 im Kaufmotiv-Fragetrichter, was bedeutet das für Sie, was Sie da gerade gesagt haben, diese Eigenschaft? Danach fragen wir, und worauf kommt sie noch bei einem Sofa an? Und worauf noch? Und fragen immer jeweils in die Tiefe und lernen so die Welt des Kunden besser kennen. Die Antworten schreiben wir uns in Stichpunkten auf unsere Kontaktskizze. 1, 2, 3. So, und dann lesen wir zum Schluss nochmal dem Kunden vor, Ihnen kommt es darauf an, dass es praktisch ist, Ihnen kommt es darauf an, dass es niedrig ist, Ihnen kommt es darauf an, dass es so ein kantiger, schöner Look ist, es soll auch repräsentativ sein. Bam, 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 lesen das nochmal vor und sagen, was ist Ihnen denn von diesen ganzen Sachen das Wichtigste? Und dann Pause, Blickkontakt. Denn jetzt muss der Kunde erstmal nachdenken. Und dann wird er eine dieser Eigenschaften rauswählen und sagen, das ist mir das Wichtigste. Die anderen Sachen sind auch, das ist mir das Wichtigste. Und dann, und das ist der wirkliche Trick, fragen wir, warum ist Ihnen das wichtig? Und damit, auch das wieder, das löst einen sogenannten Suchprozess aus. Die Leute müssen richtig lange darüber nachdenken. Und irgendwann sagen sie, das ist mir deswegen wichtig. Und das gibt uns oft das Kaufmotiv. Das ist zumindest die sicherste Art, die ich jemals kennengelernt habe, wirklich das Kaufmotiv aus dem Kunden rauszulocken. Denn oft wissen die Kunden selber nicht, was ihr eigenes emotionales Kaufmotiv ist. Also Stufe 4, nicht rauskriegen, wie das Möbelstück beschaffen sein soll, sondern wir müssen rauskriegen, wofür er sich dieses Möbelstück kauft. Das heißt, wie er es nutzen will, was er sich davon verspricht. Und dann müssen wir den emotionalen Grund rauskriegen, das Kaufmotiv, wegen dem er dieses Möbelstück haben will. Und wenn wir das haben, erst dann fangen wir an, Ware zu zeigen. Das war die Stufe 4 im Treppenstufensystem. Die Sollsituation, die Ermittlung der Sollsituation und die Bedarfsermittlung ist damit abgeschlossen.